Ja, ich liebe ja Deidesheim, ist ja wunderschön, ist ja auch ein Kurort, gell, zur Erholung, Tourismus-Hochburg. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wo so ruhig war, ich habe sie wirklich sehr vermisst. Ich habe sie so sehr vermisst, die Touristen. Es war so ruhig gewesen, Herr Leid, ohne die ganzen Heidelberger. Ja, das war furchtbar, Deidesheim. Da ist Camp Daddy mit so einem Cabrio durchgefahren, mit dem Camp David-Shirt und einem roten Gucci-Käppel auf. Ja, das hat immer ausgesehen, als hätte der Dieter Bohlen was mit dem Rotkäppchen gehabt, gell? Und die Alte nebendran mit der Sonnenbrille, so groß und von Gucci. Wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach Gott, guck mal da, die liefern Solaranlagen aus. Ja. Ich meine, es ist ja wirklich so, es ist schön, dass wir so einen schönen Pelzerwald haben mit einer ganzen Waldhütte. Aber ganz ehrlich, als Pelzer ist es so schlimm, wenn du am Wochenende einfach die Ruhe haben willst. Du hast ja keine Ruhe, sobald du in den Pelzerwald gehst. Da sind ja sämtliche Touristen unterwegs. Das ist ganz schlimm. Ich bin mal durch den Pelzerwald gelaufen. An jeder zweiten Birke schubbert ja so ein überforderter Manager aus Frankfurt mit Burnout. Sucht euch Seelenheil. Blöd. Und war in der Lage, hörst du die ganze Frauen rufen: Malte Aurelius Finley! Hörst du auf, an dem Pilz zu lecken? Sonst siehst du heute Abend wieder Manga-Filme auf der Raufasertapete. Oh! Nein, das ist so schlimm. Ich meine, wisst ihr, was ich mir mittlerweile geschworen habe, wenn am Wochenende diese ganzen in Chibo gekleideten Touristen kommen? Wisst ihr, was ich mache? Ich fahre auf Heidelberg. Yoga ist doch was Schönes. Das ist ja quasi der Veganer unter den Sportarten. Ich habe mir gedacht, eine Sportart, die auf Liegen und Atmen basiert, in einem Umkreis von 1 bis 2 Meter stattfindet, ist ideal für mich, gell? Ihr Leute, ich habe ja gar nicht gewusst, dass es so anstrengend ist, die Sonne zu grüßen. Ich bin doch vollkommen unvoreingenommen hingelaufen. Und die Leute, die Yoga machen, die sind ja alle so positiv. So wunderbar, das ist ja alles schön. Ich bin dort hingelaufen, kommt zu einer mit so Pumphose auf mich zugerannt, sagt er: Hallo, ich bin der Gunther. Ich freue mich so sehr, dass du hier bei uns bist. Wir sind eine große Familie. Namaste. Also Kaffee wäre mir wesentlich lieber, gell? Ich bin dann dort zwischen die ganzen Yoga-Machenden, habe ich mich dann hingesetzt, habe meinen Platz gefunden. Dann ging es gleich los. Als erste Übung sollten wir uns auf den Boden legen, ganz tief einatmen und beim Ausatmen sollten wir das Ganze mit einem Ton vertonen, wie wir uns gerade innerlich fühlen. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Tag vorher Rumsteak mit Zwiebeln gegessen. Auf einem Rosenkohlbett. Die neben mir komplett gefühlt. Bei mir war. Ich muss sagen, ich war gerade froh, dass wir in der Nähe von dem Wald waren. Ich hätte die Hirsche komplett durcheinander gebracht, gell? Und dann gesagt, gut, okay, dann ging es in die erste Übung: der heraufschauende und herabschauende Hund. Ich habe halt nicht gewusst, wie es geht, habe ich halt Sitz gemacht, so lange. Gut. Irgendwann kommt dieser Gunther auf mich zugerannt und sagt: So, die nächste Übung machst du jetzt mal mit. Die ist ganz einfach. Das ist der Krokodil. Ganz einfach. Dazu nimmst du das rechte Bein, führst es über das linke, nimmst die linke Hand, führst es durch das rechte Bein hindurch, nimmst die rechte Hand, führst es ebenfalls durch das Bein hindurch. Die Hände treffen sich entspannt auf der Mitte des Rückens. Ich habe gedacht, was ist denn das für ein Krokodil? Schafft es beim Cirque du Soleil? Ganz ehrlich, ich sah eher aus wie so ein behinderter Flamingo, gell? Aber ich habe es mitgemacht. Aber die Schenschübung allein war ja die zum Schluss. Zum Schluss sollte man uns nochmal auf den Boden legen, so ein bisschen Entspannungsmusik angemacht worden. Und wir sollten alles loslassen, sämtliche Gedanken, die uns festsitzen, alles, was in unserem Körper festsitzt, was wir in der inneren Mitte unseres Körpers festhalten. Ich sag mal, rumsteckt mit Zwiebeln. Leute, die neben mir ist schon gar nicht mehr aufgestanden. Gut, ich habe mich dann schnell vom Acker gemacht, gell? Jetzt habe ich aber nicht
dran gedacht, dass ich so viel geschwitzt habe, dass ich noch nicht mal gemerkt habe, wie mir diese grüne Yogamatte hinten am Rücken kleben bleibt. Ich bin dann erstmal raus ins Freie, habe mir erstmal Zigarette angemacht, kommt so ein kleiner Frecker vorbei mit seiner Mutter und sagt: "Hahaha, Mama, geil, guck mal, ein rauchender Ninja-Turtle." Ich bin hier noch Single, ich suche noch meine willige Traube zum Verschnitt. Falls Interesse besteht, gerade einfach kurzes Handzeichen, gelbe Bewerbungen. Oh, da winkt schon Annie im pinken Hut. Moment, wo ist das dein Mann da rechts nebendran? Ja? Und du, normalerweise bringt mich keiner aus dem Konzept, aber du mit deinem pinken Hut, du schaffst es gerade, gell? Das ist so schön, macht die ganze Zeit so. Um 7 Uhr bin ich fertig. Ja. Okay, ja. Ist ja ganz wichtig, das Thema heutzutage, Work-Life-Balance. Ist ja ein ganz großes Thema, ne? Ich war da so da gestanden, kommt mein bester Freund auf mich zu und sagt: "Du, sag mal, was hältst du eigentlich von Thai-Massage?" Nee. Ich sag: "Keine Ahnung." Sagt er: "Ja, isst du gerne thailändisch?" Ich sag: "Ja, schon." "Also wirst du Thai-Massage lieben?" Er sagt: "Jetzt pass mal gut auf, ich esse auch sehr gern Gulasch. Will mich jetzt aber nicht unbedingt von einem Metzger massieren lassen, gell?" Da haben wir dann auf Geburtstag so einen Gutschein geschenkt, 90 Minuten Thai-Massage bei World of Pattaya. Ich dann so einen stressigen Tag gehabt, gedacht: "Komm, gehst du hin, gell, probierst du mal aus." Lauf an diesen Laden hin, war ich ja schon von vornherein komplett irritiert. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal bei der Thai-Massage? Ich bin dort hingelaufen, war vor dem Laden schon ein großes Schild gestanden, wo drauf stand: "Hier keine Erotik-Massage, no happy end." Ich meine, also ganz ehrlich, du gehst auch nicht in die Sparkasse neu, wo von der großen Schild steht mit: "Hier keine Mettbrötchen zum Verkauf", oder? Gut, ich bin dort in den Laden neu gegangen. Es war keins drin gewesen. Begrüßt wurde ich trotzdem. Ich habe so ein bisschen umgeguckt, habe gesagt: "Ah, oh, schön, überall so Orchideenmotive. Da hängen die selbst ausgedruckten Zertifikate an der Wand." Alles weiter gewahrt. Irgendwann hörst du so einen Pfälzer aus einer Kabine schreien: "Oh ja, wenn du jetzt noch ein bisschen dran ziehst, dann kommt oh! Ist ein großer Mann, muss man noch ein bisschen ziehen?" Ich wollte gar nicht wissen, wo dran die zieht. Irgendwann hörst du den Pfälzer noch einmal: "Oh ja, genau das ist der Punkt, jetzt kommt's! Oh! Man sagt, es ist fertig. Ich hole noch Handtücher, okay? Alle gut, du bleibst gelegen mit dem Loch, okay? Alle gut, ich bringe Tee, okay? Alle gut, alle klar, okay? Ich bringe Tee. Du wolltest Tee? Ich bringe Tee, okay? Gut, alle klar, okay? Alle klar, okay? Oh! Hallo, hallo, hallo! "Hallo, ich bin hier wegen Massage." "Du, Ausbildung?" "Ah ja, habe eine Ausbildung in Wat Po." Ich so: "Nee, nee, nix Po, hier bei mir Lendenwirbel, tut weh." Sagt: "Ja, habe eine Ausbildung in Wat Po." So: "Nee, nix Po, hier, genick du." Sagt: "Ah, du wirklich lustiger Mann, nein. Wat Po es große Massage Schule." "Ach so. Und wo ist die?" "In Darmstadt." Das dauert ein bisschen länger, das versteht auch nicht jeder, gell? Aber keine Angst, sie hat es auch nicht verstanden. Ging direkt weiter, sagt sie: "Ah, oh, okay, alles klar. Du möchtest einen Kräuterstempel?" Ich sagte: "Oh, Bonuscard habe ich jetzt noch keine von euch, gell?" Sagt: "Ah, nein, Kräuterstempel ist mit Aromaöl." Ich sagte: "Gut, dann buche ich dieses Omaöl damit dazu." Sagt: "Okay, alles klar. Welche Geschmacksrichtung hätten du gerne?" Ich sagte: "Oh, also wenn ihr Riesling duft mit Saumagen, oder?"